So, mal wieder eine Runde. Gute Miene zum bösen Spiel. Willkommen zurück zu Dormkeeper. Jo. Erstmal damit angefangen. Der Prestige-Modus hat mich jetzt leider doch etwas gepackt, natürlich. Ne? Da muss ich mal wieder eine von meinen 30.000 Sachen revidieren, die ich mal zwischendurch so raushaue. Oh, ich sehe gerade Version 2.1. Hat sich das nochmal geändert oder so? Nee, ne? Oh. Das sind die Credits, nicht mal zu den Updates. Nee, das ist immer noch so. Nee, 2-1, okay. Caves and Critters. Und ich hab's zwischendurch nochmal gespielt und hab's einmal über... knapp über Prestige 83 geschafft, was ja gar nicht mal so viel ist. Also definitiv noch ausbaufähig. Deswegen, ja, würde ich mir aber dennoch selbst einmal das Ziel setzen. So zumindest bis... aha, jetzt kommt der ganz naive Ansatz, wieder 400 oder bis 500 oder bis 1000 zu kommen. Genau, ne? Das sind andere Wunschkonzepte, ne? Mal so dahingestellt, aber man darf hier Ziele haben im Leben. Welche Kuppel? Da bleiben wir mal. So, Techniker lasse ich, denn ich denke, mit dem bin ich ein kleines bisschen schneller. Den Gutachter werde ich auf jeden Fall auch noch weiterspielen. Aber irgendwie denke ich, dass ich mit dem Techniker doch ein bisschen schneller bin. So, genau, das bleibt auch so. Leider nicht noch irgendwas gefunden. Nehmen wir mal lieber die Katze mit. Anstatt den Trainingspinguin, der da immer seine komischen Sit-Ups macht oder so. Genau. Abwehrspray, das bleibt auch. Wobei, ne komm, wir bleiben beim Abwehrspray. Spray. Okay. So. Gibt's noch irgendwas zu bequatschen? Müssen wir noch über irgendwas reden? Habt ihr noch was auf dem Herzen, was ihr loswerden wollt? Nee, dann fortfahren. Ja, das kennen wir ja mittlerweile. Das auch. Der kennt das mittlerweile auch. Ne? Der ist das schon gewöhnt. Der steht jedes Mal wieder auf, wenn ich wieder weg bin. Ah, und dann setzt gleich wieder schön die Panik ein, so ab Minute 5. Aber hey, das wird schon irgendwie... ja, es wird schon irgendwie... so! Ja, erstmal ein bisschen Admin, das Übliche. Ich fange mal damit an. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Doch, gibt's ja hier nichts, wo... was ich darüber hinaus kommentieren kann, keine Ahnung. So, ne? Ja. Vor allem kritisch, dass man bei dem Modus wirklich alles optimiert haben muss. Und wenn die Musik so langsam leiser wird, dann merkt man auch, dass, ja, die ganzen Viecher kommen. Vielleicht sollte ich mir doch mal so einen kleinen Timer stellen oder so, aber das wäre irgendwie geschummelt. Genau, das habe ich beim letzten Mal doch, ja, dann nochmal besser gesehen, wie das hier funktioniert. Und an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank für die ganzen Kommentare. Gerade so hinsichtlich der Erklärung und so. Das habe ich aber tatsächlich wohl besser verstanden, als ich mir selbst zugetraut hätte. Nice! Denn die erhöhen immer so... erhöhen immer so den allgemeinen Counter. Wenn du hier Eisen schickst oder Wasser schickst, dann wird das unten... also jetzt hier gerade einmal die 1 auf der rechten Seite, die geht dann einmal um. Kriegt man quasi die ganzen Punkte einmal pro Welle und den... Multiplikator, den sieht man da auf der linken Seite. Den kann man hier mit dem Kobalt dementsprechend nach oben hauen. Dann wird eine 2 draus oder eine 3, ne? Also je nachdem, dass man da, ja, ein plus ein Prestige je Wellenmultiplikator. Ja. So. Genau, sehr, sehr gut erklärt von Legion tatsächlich. Danke dafür. Und ich bin gerade am überlegen. Genau, normalerweise haben die Leute eine Taktik, wenn die hier dann fangen. Ich habe keine. Nice. 6 Eisen. Damit kann man allerdings auch einiges machen. Ich baue aber sofort mal hier die Bohrstärke aus. Ah, oh, kommt da jetzt gleich was? Okay, direkt mal Water. Schaffe ich es gerade noch hier, das Eisen mitzunehmen? Eisen. Warte noch. Was? Okay, und es kommt direkt ein dickeres Vieh. Ach, guck mal, da lässt sich halt sogar noch ein bisschen Zeit, danke. Das ist wieder falsch gemacht, denn ich hätte die Geschwindigkeit eher mitnehmen sollen.
Also hier das zweite Eisen. So, irgendwie so. Ich schmeiß auch wahrscheinlich auf jede Grabungstechnik hier völlig über den Jordan, weil am Ende des Tages bringt das eh nichts. Was auch wieder nur so halbrichtig ist, denn ich denke, jeder muss so seinen eigenen Stil finden, wie er am besten abbauen kann. Und solange es eben erträglich bleibt, ist ja, ne, also für die Zuschauer erträglich, für mich erträglich und erträglich, was die Ressourcen angeht, auch mal nicht. Ja, dann ist auch alles richtig. Na komm, lass mal wieder hier schön eine Schicht in der Mine. Was könnte schöner sein? Das ist leider nach wie vor echt super catchy, dieses Game. Ja, du willst einfach noch so gerade Prestige. Ich hab's einfach gewusst. Du spielst es einfach so, ja komm, noch eine Runde, ja komm. Ja, dann hast du gerade das jetzt, ne, 70 geschafft, komm, dann schaffst du noch mal bestimmt hier 75. Kollege, da ist doch mit Sicherheit noch irgendwas drin, ne? Da kannst du mal ein bisschen... Ja, und schon ist wieder ein Monat vergangen. Du hast wieder nichts mit deinem Leben gemacht. Ups. Wow, das war jetzt relativ schnell. Warte. Ja, die fliegenden Drecksviecher wieder. Ich weiß auch momentan nicht mehr, was ich am meisten hasse von den Viechern. Irgendwie hasse ich die alle gleichzeitig. Und ich glaube, ich hatte... Ja, erklär mir das doch noch mehr. Und ich habe das... Nein, ich hab's vergessen. Ah, wieso? Egal, hier ist Eisen. Da kann man auch mal Dinge vergessen. Da kann man auch ein bisschen mal was vergessen. Kann ich jetzt ja auch aktivieren. So, dankeschön. Das mache ich gleich. Erstmal, ich kann mir ja auch mal merken, was ich da habe. Weil ich denke, wenn man das hier mitnimmt, sofort zwei Eisen weniger. Ja, du kannst natürlich später den großartigen Wellenzähler mitnehmen, der überhaupt nichts bringt. Cool, du hast es bis Welle 3 geschafft, aber dein Prestige ist trotzdem nur auf 10. Ja, das macht keinen Sinn. Okay, ja. Egal. Achso, du hast irgendwie, ne? Bis Welle 30 geschafft, aber nur 10 Prestige. Ja, cool. Dann, würde ich sagen, irgendwas ist da seltsam. Okay, hier ist nochmal Wasser. Ein! Wow! Danke, nicht so großzügig. Das ist wieder so eine richtige Montagsmine. Es ist einfach wieder so eine richtige... Ne, es ist einfach wieder so eine richtige Montagsmine. Wobei hier in den Minen immer Montag ist. Wer in der Mine arbeitet, der muss sich auf Montag einstellen. Ja, eine 7 Montagswoche. Wo ist denn... Ja, 5. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Gott, wenn ich mir sowas mal merken könnte. Okay, so, nochmal schnell zurück, das sollte reichen. Absolut überhaupt kein Zeitgefühl. Jawohl, ja, easy, ja, komm, easy. Ja, läuft doch schon mal hier, ja. Der nächste Drecksack. Hier, erstmal den Schlaser, der natürlich jetzt in der anderen Richtung. Komm, sch. Ja, flieg doch einfach wieder weg. Drecksvieh, hier. Heute wieder die beste Laune. Und Prestige 2, yeah, ne 3, okay. Genau, Wasser schicke ich dann auch erst später, weil ich, hab ich das gerade schon gesagt, keine Ahnung. Bin wieder voll im Konzentrationsmodus. Ich weiß immer noch nicht, ob das Spiel, also ob die Wellen mit zunehmender Prestige-Dingens auch schwerer werden. Das wäre natürlich in der Hinsicht witzig, weil dann könntest du am Anfang alles schön aufmöbeln, ne, alles schön verbessern und dann sagen, yo, ganz am Ende schicke ich erst die ganze Scheiße zurück zur Erde oder wohin auch immer. Dann finde ich, verliert das so ein kleines bisschen an Sinn, aber hey, wer bin ich schon? So, dann nehme ich das mal mit. Das haben wir Kobalt. Eisen wäre gerade eher besser. So, bitteschön. Bitteschön, dankeschön.
werde mich jetzt erstmal hier an dem ganzen Gestein orientieren, was nicht die Festigkeit von Adamantium hat. Das ist unsere neue Diamantmine. Boah, bitte der Aufzug. Oder Borbert. Oder beides. Beides wäre cool. So, Borbert, Sonde, Borbert. Ja, Kampf. Okay. Drecksack von links. Drecksack von Backbord. Jetzt will ich hier nur mein nautisches Wissen hier rausholen. Wow, eine großzügige Welle. Cool. Eine großzügige Welle. Sie hat nur die Hälfte deiner Kuppel zerstört. Sehr schön. Das war ja großzügig. So, viel Spaß. Du machst da weiter, ich mach hier weiter. Arbeitest du jetzt auch mal? Ja, okay. Mal schon wieder meckern. Der gute Borbert hat nämlich Konkurrenz bekommen. Von dem kleinen Metroid oder von der kleinen Krake oder sonst was. Hier, was das sein soll. Und jetzt wird ein epischer, gut gemeinter Wettstreit zwischen denen hoffentlich ausbrechen. Der für alle Zeit klar macht, wer der bessere Teilzeitmitarbeiter ist. Ah, oder Borbert sein langen, hart erkämpften Vorteil oder Status irgendwann mal aufgeben muss. Das finden wir mit der Zeit raus. Boom. Jetzt habe ich noch ein paar Steine kaputt. So, dann habe ich noch rausgefunden, dass diese Spezialviecher, ne, also die Krake und so, die sind, die Krake vor allem, die Felder nebenan gehen dann einfach. Nee, das. Also das ist normalerweise immer ein freies Feld und wenn du halt das Feld nebenan zerstörst, dann kannst du das auch direkt sehen. Sehr, sehr cool gemacht. So, ich, ja, ich hab's gewusst. Ich bin viel zu spät oben. Ah, Mann! Dann mach ich mir den ganzen Vorteil von gerade wieder schön kaputt. Das war dumm. Warte, warte, warte. Ja, 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 komm. Ja, komm. Neun. Damit kann ich zum Beispiel schon mal die Laser... Die Lasergeschwindigkeit, ne? So, das bringt mir noch nichts. Borbert verstärken. Scheiß drauf. So, was soll ich denn? Ich wollte. Ja, komm, das nehmen wir mal mit. Und auch die. Genau, das wollte ich mitnehmen. Und. Das hier tatsächlich doch, dass ich dann schön selbst daran erinnert werde, wann ich von den Viechern verprügelt werde. So. Ich tue jetzt bitte alles schön in den Laser hier rein. Dankeschön. Und. Na komm. Dankeschön. Ja, ist ja nur wieder die Hälfte der. Kobalt, kannst du deine Kuppel reparieren? Es ist da eine Verbesserung im Kuppeltechnologiebaum. Wow. Dankeschön. Borbert. Ey. Ey. So, Leash. Work. Work until you're finished and then work harder. Fühlt sich immer so ein bisschen an wie Auftauchen, wenn ich hier hochfliege. Als ob man irgendwo eine ganze Zeit. Ja, genau. Ne? Ich kann ja. Das und weitere dumme Dinge. Ich kann ja jedes Mal versuchen, die Luft anzuhalten. Trainiert die Lungen. Na, mit dem Spray. Ja, dankeschön. 5 und... Ja, noch 3. Ne? Dann gehe ich mal wieder auf die Geschwindigkeit. Oder vielleicht auf die Bohrstärke. Hab ich hier nämlich noch durch die ganze... ich weiß nicht, ob ich mal nicht entscheiden. Okay, Frage in die Runde. Bohrstärke oder Geschwindigkeit? Besser. Oder ist beides gleich schlecht? Dann komme ich hier auch durch das Gestein. Ah, okay. Ich muss langsam wieder nach oben. Ja, ich sag so und ignoriere das hart. Na komm. Easy. 7. Mit 7 kann ich überhaupt nichts anfangen. 7 ist nämlich kleiner als 8. Aha.
Genau, immer schön von einer Seite kommen. Das ist sehr nett von den Viechern. Nice. Gut, dass die so langsam im Zuhauen sind. Wow, ich habe Barbet bis hier oben hingehört. Cool. Boah. Monsterschwächung. Na komm, ich nehme das mal wieder. Und als nächstes die... Ja komm, ich gehe mal auf die... Auf die Geschwindigkeit. Das Eisen gibt mir recht. Das Eisen gibt mir recht. Gesetz durch Eisen. Ne? Trial by Iron. Und ironischerweise sieht Bobbert das genauso. So. Geschwindigkeit, ja. 1 und 3. Schuss. So, den nochmal eben kurz wachtreten. Liebevoll daran erinnern, dass er bitte arbeiten möge. Moment. Bobbert? Leash? Ja, komm mit. Du kommst mal mit. Ab in die Mine, Kollege. Voll der Undankbare jetzt, ne? So am Anfang so, ja, voll gut und dann so, ne. Ah, Quatsch, der ist super. Der ist super. Wenigstens einer, der arbeitet, während der andere nach oben fliegt und feige gegen diese Monster hier kämpft. Ciao. Fliegendes Drecksvieh. Weiteres fliegendes Drecksvieh. Und noch eins. Ja, mehr davon. Danke. Da kommt wieder die Armee der Gartenzwerge. Ist hier noch irgendwas zu finden, was sich zu finden lohnt? Eisen? Bleach? Jo. Ja, genau, dann erst eine halbe Stunde drauf und dann spuckt das nur 3 aus. Cool. So, das würde ich hier gerade liebevoll hinschmeißen. Boah! Vorbert. Ach, guck mal. Da hat er wieder Wasser gefunden, der Gute. Und, ja, haut sich direkt mal hin. Hat er A gedrückt, um Vorbert wieder mitzunehmen? Nope. Ach, okay, komm. Das nehme ich mit. Water. Nee, mach mal hier weiter. Direkt in der dritten Schicht. Die dritte Schicht. Ist neben der Oberschicht und der Unterschicht die dritte Schicht. Die Superschicht. Die optimierte Superschicht. Das hat sich mal wieder nicht gelohnt. Oder. Oder hier oder da. Wie bleibt denn dann? Na komm, einmal gebe ich das doch aus, dann brauche ich nicht zählen. Brauche ich nicht voller Panik. Wieder ausrasten. 4. Wo wollte ich denn hin? Bohrstärke, ne? Bohrbärtstärke. Ne, ich will halt hier bleiben. Oh, ich Signale. Ich möchte abgeholt werden. Ich hab irgendwie so ein Drecksi von links. Ich hab. Boah, ey. Ja, okay. War aber gnädig. Und 8. Jawoll. Mach ich später. Lieber erstmal hier den ganzen Torf.
Den ganzen Sand hier erstmal wegbuddeln. Und ich denke, mit dem Techniker kann man das so ein bisschen besser koordinieren, wo und was man abbaut. Gutachter kann es sein, dass man einfach mal die Hälfte der Mine wegsprengt, ohne dass man das möchte, aber das macht noch nichts. Oh, das war... Nice. Der Superpilz. Warte, Bobbert. Bobbert! Warte! Einmal umdrehen. Ja, bitteschön. Ah, du kannst direkt mal hier... Genau, da. Viel Spaß. so richtig herzlos einfach. So, zurück. Wir merken uns, wo der Pilz ist. Njung. Sieben, sieben. Sehr schön. Dann, erhöhe ich da immer hier die Zeit. Und eigentlich könnte ich dann tatsächlich, Achso, das ist ja eh auf die Mine zugeschnitten. Ne? Ach, auf die Zeit, auf die Dingens hier. Ja, auf die Zyklen, so. Mein Gott, ey, Wortfindung. Ich würde nämlich gerne dann auf den nächsten... Ja, da hier auf das... Nee, Bohrstärke. Bohrstärke wäre cool. Rettet mich. Ja, ich seh's. Boah, ich hab keinen Bock auf die Viecher. Ja, machst du da halt Schaden. Ja, und rechts ist jetzt, links ist jetzt auch eins. Ja, klar. Ey, das ist so assi, ne? Ja, cool. Danke. Da komme ich nicht drum herum, da jetzt zu reparieren. Geil. Das ist natürlich der absolute Premium-Fall. Hä? Ist jetzt weg, oder? Ja, und dann geht das auch nicht kaputt. Ich habe mal einen Vorschlag. Wie wäre es, wenn ich einfach mal konsequent viel schneller auf den Doppellaser gehe? Dann habe ich nämlich diese wunderbaren Probleme nicht mehr. Dann habe ich zwar andere Probleme, aber, ne? Problemverlagerung, aber das ist mir völlig recht. Robert. Unseren Stein hier mitnehmen. Durch den Rückstoß. Aha, perfekt. Sehr schön. Oh ja, oh ja. Ah, erstmal wieder pennen. Hallo? Holen, wird sauknapp. Kostet mich eh wieder nur die Hälfte der Kuppel. Oh, das war echt sportlich. 9. 9 plus 4 ist 13. Das ist richtig. Oh, dann habe ich schon mal die bessere Laserstärke. Fuck. Okay, komm. Ich kann nicht reparieren. Verbesserung. Oder ich erhöhe mal eben die Struktur hier, aber das würde mich. Ich weiß nicht. Über das eben. Okay. Und ich habe doch erst Prestige
10. Geil. So viel schon. Wieso habe ich das jetzt mitgenommen? Keine Ahnung. Diesmal habe ich es auch übertrieben mit der Minentiefe. Okay, da muss ich doch immer die Kuppelstärke erhöhen. Wow. Ich rieche, dass der Superpilz wieder da ist. Und ich sehe es auch, cool. Ja. Erstmal so tun, als hätte man Ahnung von dem, was man redet. Moment. Ed! Easy. So. Wo fliege ich eigentlich gerade lang? Ja, das ist genau einer zu wenig. Zählen kann er auch nicht. Lohnt sich auch nicht mehr nach unten zu fliegen. Ich bohre hier nochmal kurz einmal irgendwas weg. Ja, tschüss. Ach ja, das wollte ich ja tun. Einmal die Kuppel. Damit ich nochmal ein paar Leben mehr habe. Oh, das wird eine gute Runde. Das sind nämlich nur zwei. Ciao. Sehr gut. Sehr gut. Sieht aus wie eine aufgestachelte Biene hier. Oh, wie konnte ich das nur übersehen? Ja, nehme ich gleich mit. Achso, Bobbert ist noch dran. Nicht da oben. Hier. Und dann in die Richtung. So. Das nehmen wir mit. Oh, viel Spaß. Und das Ding hier. Stelle einfach mal zwei von den Eisendingern damit zu nehmen, damit ich halt auch die Mine besser kaputt machen kann. Nehme ich halt Wasser mit. Hervorragend. Betäubungslaser, Sonde. Ich nehme den Betäubungslaser. Der wird nämlich immer sehr, sehr, sehr empfohlen. Habe ich mal gelesen. Ja, lesen kann er auch. Stell dir vor. Nur drauf hören. Ein guter Rat teuer ist. Das ist eine andere Sache. Rennt er wieder. Ah, guck mal. Guck ihn dir an. Okay, dann nach oben. Die haben die aber auch genervt, die haben gar nicht mehr so viele Leben wie vorher. Ja, trotzdem Drecksviecher, ich mag die trotzdem nicht. Okay, zugegebenermaßen, ich mag keins von den Viechern. Weil sie auch nicht schwer. Die machen es einem ja auch relativ einfach, was das angeht. Was habe ich denn hier noch? Immerhin einen Betäubungslaser. Hier ist noch zwei. Oh ja. Schon wieder ganz vergessen. Cool.
Sehr gut. Wow. War denn der Pilz da? Okay. Der Skill einfach. Schaut es euch an. Wunderschön. Dauerfeuer. Ja. Den Schaden soll man wohl schon mal nicht mitnehmen. Weil wegen whatever. I don't know. Ist mir auch egal. So. Lass dich doch mal wieder Kobalt ver- Oh. Lass dich doch mal wieder Kobalt finden. Wenn mal was. Danke. Kobalt. Achso, stimmt, besserer Bohrer. Vielleicht kann ich dann hier nochmal eben. Durchgehen. Jawohl. Eins, danke. Oh, danke schön. Das ist aber wieder nett. Gib mir doch gleich 0,5 oder so. Muss sie erst zusammensuchen und kannst sie am Ende zusammensetzen. Für jedes scheiß Drecksteil, was du findest, kriegst du später so ein halbes Kobalt. Die nichts hergibt. Diese Mine hat schon sehr viel gefordert. Die Nerven der Bauarbeiter, der Minenarbeiter. Die Mine des schlechten Gewissens, ja. Ja, die Montagsmine halt, ne? Die Montagsmine. Aha. Prestige 13. Wow. Das bleibt ja komplett unter meinen Erwartungen. Immerhin, ja. Bobbit oder Laser? Eine automatische KI. Ja, finde ich gar nicht so schlecht. Komm, nehmen wir mal mit. Für den Fall, dass der Admiral mal wieder unten in der Mine eingeschlafen ist. Schaden. Boah. Nee, erstmal die Geschwindigkeit. Der soll betäuben. Der soll erstmal nur betäuben. Die Kante musste jetzt noch weg. Das war die gemeine Kante. Jo, da ist er wieder. The Big Boss. Ach so, das letzte Vieh lässt er dann durchrennen, ne? Ja. Takeshis Castle für Arme. Danke. Warum gibt es eigentlich kein Takeshis Castle mehr? Sag mal. Warum?
Nichts, 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 immer noch nichts, gar nichts. Mm-mm. Aber ich hatte ja links irgendwie wieder was vergessen, ne? Kann das sein? Das kann nicht nur sein, das ist sogar so. Okay, dann nehmen wir mal den ganzen Schmuh von hier noch mit. Ich bin echt froh, dass ich den Betäubungslaser habe. Damit lässt sich doch arbeiten. Hilft dir noch vergessen. Ja, das muss so. Ja, zu einfach. Guck mal, hier liegt noch. Ich einfach noch voll viel. Was zur Hölle. Wie war das noch? Did I ever tell you the definition of insanity? Humanity? Eisen schmeißen, sag ich immer. Braucht man nicht. Vier. Nee, Bobby, das rüste ich nicht auf. Sorry. Sorry, Bobby. Das ist diesmal nicht drin. Ich check jetzt erstmal ein bisschen Water. Die erste Rakete. Die erste undankbare Rakete nach einer halben Stunde. Nach 30 Tagen schickt der Admiral endlich mal was zur großen Base. Don't. Ja, das sind wieder zwei. Ja, klar. Sicher. Das ist selbstverständlich. Ja, ciao. Drecksviecher. Ich hasse sie einfach nur. Alle miteinander, ey. Das ist unfassbar. Nur da, um mich zu nerven. Oh, dann greifen wir leider von beiden Seiten an. Da kannst du gar nichts gegen machen. Wäre doch super schade, wenn man auf einmal von beiden Seiten was werfen würde. Oh, das macht auch noch super viel Schaden. Oh, deine Kuppel ist zerstört. Oh, hast wieder Prestige 3 erreicht, danke. Oh, jetzt gibt's hier wieder nichts. Guck mal, ob der gute Bob etwas gefunden hat. Und da unten war jetzt so voll die Superader. Da ist noch was. Oh. Ja, okay. Hä, wo ist der? Ach, hier. Okay. Hatte schon ganz kurz Panik. Aha. Sehr gut, damit kann ich arbeiten. Damit nicht! Boah! Ey, halb Stunde in der Mine hier. Kriegt er da wieder nur einen Kobalt raus? Nee, dafür gibt's nichts. Herzlichen Glückwunsch, du hast dich für 3000 Stunden nach ganz unten durchgearbeitet, aber das begehrte Eisen, das geben wir dir trotzdem nicht. Tja, Pech gehabt. Ganz unten hast du dann noch so einen Ballrock, den du ausbuddeln kannst. Das ist so richtig, richtig gewonnen einfach. So, davon würde ich doch gerne eigentlich eins von denen hier mitnehmen, aber... Ja, oder ich spare tatsächlich auf die Doppellaser. Komm, ich spare auf die Doppellaser. Dann kann mir der ganze Scheiß einfach nicht mehr passieren. Ja, klar, wieder 10. Ja, komm. Ja, stirb, komm. Gib mir den Zucker! Ich spare jetzt einfach eiskalt auf die Doppellaser, scheiß drauf. Dann kauft er sich gleich eh wieder was anderes. Ja, ja, ist gleich, genau so wird's passieren. Fuck, wo war ich denn jetzt hier? Ist eine halbe Stunde nach unten fliegen?
Jetzt habe ich mich verflogen. Aha. Bling, 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 bling. Jetzt geht's wieder los. Die... Hier gibt's keine Eisenphase. Hier gibt's kein Eisen, hier gab's nie Eisen. Oh, doch, war richtig. Mist. Jo. Und wieder mit seinem einen Kobalt da, ne? Mit seinem einen Armutskobalt, dass er sich da unten hart erkämpfen musste. Ja, genau. Jo, er dreht wieder weg. Ja, danke schön. Warte, warte, warte. Hier, bitteschön. Katze, komm. Lad hier schneller mal die... Danke. Schön hierbleiben. Jetzt fällt das andere gleich runter. Ich seh's kommen. Ich seh's kommen. Mit Ansage. Kein Supervieh gefunden. Schade. Ich wollte den Pilz wieder abholen, aber dann muss ich ja wieder ganz rechts hinfliegen. Ganz da zu der Seite hin. Robert, alles cool? Wo ist er denn? Aha, sehr schön. Oh, sehr gut. Oh, sehr gut. Ist schon relativ viel, aber... Da kann auch was dran sein, hier in dem großen Block rechts. Ich hab jetzt ja nicht reingeguckt, weil die Bohrerstärke mir so ein bisschen fehlte. Mach ich gleich. Später. Oh, das wäre aber wirklich jetzt ein bisschen sehr viel. Das ist leider wieder ein bisschen sehr viel. Einmal reparieren, sonst... Wer ist es gewesen? Boah, ich will den Brocken da nicht treffen. Komm her, komm her, komm her! Jo. 14. Okay, komm, ich nehme doch einmal die... Ah, ist eh wieder ein Fehler. Nein, ich wollte die Bohrerstärke auf... Ah, egal. Ah, wieder alles falsch. Ja, ich fliege auch noch vorbei. Ja, jetzt bin ich auch unkonzentriert. So, immerhin.
wenigstens ein kleines Erfolgserlebnis. Hier ist natürlich absolut gar nichts. Ich glaube, Geschwindigkeit macht hier echt viel aus. Also... Ne? Weisheit des Tages. Geschwindigkeit bei Domekeeper ist eine ganze Menge, ja, ja. Ach ja, 12 braucht das ja. Mist. Kobalt ist auch keins mehr da. Delicious. Nee, ich brauche die Doppellaser. Definitiv. Was ist das denn? Ach ja. Ach ja! Ja, Leute, ich glaube, das war's schon. Guck mal, er prahlt noch mit seinen 80 Prestige-Dingern. Und es waren nur 22. Fehlanalyse. Was ist denn Fehlanalyse? Das finde ich später nochmal raus. Steht hier irgendwo... Hast du abgewehrt? Final Score? Dein Rang bleibt unverändert. Okay, dass man hier vorher nicht mehr... Oder dass man jetzt hier nicht mehr sehen kann, was man vorher erreicht hat. Das ist ein bisschen schade. Okay. Ja, lief ja gar nicht mal so optimal. Schade. Zurück den Entfernung, 5 Kilometer. Ich überlege gerade, was ich hätte besser machen können. Auf jeden Fall, vielleicht dann doch eher auf die erhöhte Bohrstärke zurückgreifen, dass man dann, gerade wenn man so keinen Teleporter oder sowas hat, dass man dann einfach eher an die Bereiche kommt, wo man noch nicht alles weggemint hat, damit man da auch einfach nicht so lange braucht, um die ganzen Ressourcen nach oben zu bringen. Das und weitere Weisheiten nehme ich dann mal mit. Genau, das ist mir recht aufgefallen. Das ist ja der Erste beispielsweise, hat das wohl mit der Schildkuppel gemacht. Und dann auch mit dem Techniker. Der 9. Platz geht an jemanden, der den Gutachter verwendet hat. Sehr, sehr interessant. Aber die Mehrzahl wird auch eher... Ja, hier auf jeden Fall. Vorgestern war es noch anders. Da war eher die Laserkuppel vertreten, wenn ich mich nicht irre. Also war es noch so ein bisschen im Gleichgewicht. Jetzt scheint es so zu sein, dass die Schwertkuppel wieder höher im Rennen ist. Dann werde ich wahrscheinlich eher die mal wieder nehmen. So. Das war's leider wieder für heute. Mist. Ah, okay. Kann ja nur besser werden. Tja, dann mal wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Verausgabung, in der nächsten, nächsten klicklichten Versuch. Jo, reingehauen, wieder schauen, ciao, ciao und bis dann.